kennst du schon. Schuljoker.irl. Und ich werde mich heute noch in eine richtig geile Badewanne packen. Der Pferdetritt ist da. Lasst gerne ein Abo da. Oder sonst gebe ich dir gleich, nehme die einfach mal kurz auf. Weil wenn ich, bin ich eh jetzt mehr Baseball oder... Oh Gott, ich bin einfach nur... Ich habe Fallschaden bekommen, es war keine Spinne, alles ist okay. Oh, da hinten ist eine große Wolfsspinne. Oh mein Gott, ich bin weg. Was ich am Erwachsensein am meisten liebe... Ist sie bei euch? Oh nein, ist sie bei euch? Ja, du hast einfach zu lange gebraucht. So, ich habe jetzt in meiner rechten Hand eine dumme Fackel, die ich nicht loswerde. Kannst du eine neue ausrüsten, damit die andere weggeht? Guck mal, dass ich mir jetzt einfach noch mal was Neues baue und dann hoffe ich, weil jetzt wird es ja dunkel und ich befinde mich hier ganz alleine. Wenn ich keine Angst hätte vor Spinnen, würde ich dir anbieten, dass ich dich hole. Aber ich bin ein feiges Nüsschen. Aber zumindest bin ich ein ehrliches feiges Nüsschen. Das stimmt allerdings. So wünsche ich dir ganz viel Glück. Ja, genau, ist immer so. Also, wenn ich gerade nichts getrunken hätte, könnte ich dich theoretisch abholen. Aber da ich was getrunken habe, musst du leider den dunklen Weg allein nach Hause gehen. I'm so sorry. So, machen wir die mal hier hin und dann nutze ich die mal auf das Segel. Oh, wir haben noch einen guten Tipp bekommen gerade. Ja. Wir müssen, wenn wir in der Nähe vom Teich bauen, müssen wir nur darauf achten, dass es nicht so viel grünes Gras gibt. Und wir dürfen die Wurzeln von dem Gras dann nicht weghauen, weil sonst wächst es nicht nach. Das heißt, da sollen wir dann nur quasi auf das Gras hauen. Okay. Sonst rotten wir das Gras dort aus. Okay, gut zu wissen. Nicht abholzen. Ah, sehr schön. So, ich hole mal noch so ein bisschen Eichel-Stuff. Oh, Eichelstuff klingt großartig. Dann habe ich nämlich alles ready. Also wenn du noch eine Eiche mitbringst, habe ich auch die Beinschützen. Kann ich dann auch fertig machen für dich. Dann hast du eine komplette Rüstung. Oh Gott, hier ist eine Riesenspinne. Ja, ich mach das. Ich finde dich so mutig, dass du da einfach alleine rumläufst die ganze Zeit. Ich möchte, dass wir die Taucherausrüstung haben, dass wir schwimmen gehen können zusammen. Ja, ich wünsche es mir so sehr. Das ich verstehe das. Das nächste Labor, das wäre cool. Ja. Okay, ich bin ja auch noch nicht ganz fertig, aber ich komme hier langsam. Ja. Ich baue mir halt auch gerade eine Rüstung zusammen. Insofern dauert das noch kurz. Easy. Lemon squeezy. Lemon squeezy. Lemon squee. 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 Squee, squee. Ah, das erinnert mich an den Squanchy Squanch Squanch von Rick and Morty. Squanchy Squanch Squanch. So geil, ich muss mir das auch mal mehr anschauen. Die Leute sagen immer, du auf hast jeden Fall. Rick and Morty ist großartig, du wirst es lieben. Ich glaube, das ist auch genau dein Humor. Ja, ich glaube auch. Hast du, du hast safe Big Mouth gesehen, oder? Big Mouth? Big Mouth. Oh mein Gott, kennst du Big Mouth nicht? Nee. Okay, ich möchte bitte eine Jasmin schaut Big Mouth Petition starten und ich möchte bitte, dass du deine Eindrücke in Insta-Stories festhältst, weil diese Serie hat deinen Namen als Zweitnamen. Was? Wirklich, du, das ist genau dein Humor, du wirst da so drüber lachen. Ja, komplett. Es geht um die Pubertät von Kindern und sie nehmen halt die Klischee, also es ist halt alles Zeichentrick animiert und es geht halt um die Pubertät von Jugendlichen und sie thematisieren halt Sexualisierung und das Entdecken der eigenen Sexualität und Masturbation und das erste Mal Periode kriegen und es ist super funny und sie sprechen alles aus und nehmen überhaupt kein Blatt vor den Mund und es ist hilarious. Geil. Das hört sich wirklich an, als würde mir das gefallen. Ich glaube schon, ja. Also ich liebe die Serie auch über alles. Ich finde sie richtig geil. Und um die, um die Pubertät quasi zu zeigen, gibt es so ein Hormonmonster, das dann quasi bei den Jugendlichen auftaucht und es redet die ganze Zeit nur über Sex. Naja, also da sehe ich mich überhaupt nicht. Pia, möchtest du mir irgendwas sagen? Nein. Ja, das stimmt. Ich bin wirklich ein sehr offener Mensch. Ich finde das super cool. Also, don't get me wrong. Ich finde das sehr, sehr cool. Ja, meine Mama
hat mich erzogen, einfach offen zu sein. Offen über Gefühle und so Sachen zu sprechen. Ich finde das super. Sollte auch kein Tabu sein. Sollte einfach etwas sein, worüber man reden darf. Ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, zu reden. Das stimmt. So viel Science habe ich jetzt hier. Pilze kann ich doch auch reinziehen, oder? Sieht. Ja. So, ich versuche jetzt Seegras zu bekommen. Wünsche mir Glück oder ich bin tot. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Ach, das ist so nett von euch. Nehm mal Rosenblätter mit. Ich glaube, die können wir auch alle gebrauchen. Und Wasser. Easy. Easy breath. So, let's go in die Tiefen. Im Dunkeln. So, Seegras ist, glaube ich, ganz unten. Ich weiß nicht, ob ich es hier finden werde, aber I give my best. Hey, little aphid. Oh, no need to be shy. Seegras. Oh, Seegras. Shit. Da? Zu Seegras? Das ist doch Seegras. Oh, hier ist ganz viel Wasser. Oder was ist das hier? Oh, ich werde, glaube ich, angegriffen. Was für eine Expedition. Das ist so. Ist aufgeregt. Okay. Hast du Seerosenwachs schon? Nee, ich glaube, wie kriege ich denn? Doch, glaube ich schon. Warte mal, ich habe doch da ganz viel eingesammelt. Doch, klar, voll viel. Geil, damit kriegen wir den Kieseldolch jetzt auf jeden Fall. Den Kieseldolch habe ich, auch schon gemacht. So. Ist das hier bitte Seegras? Warum ist das kein Seegras? Verdammt. Also ich bin voll ready umzuziehen, sobald es wieder hell wird. Nachts traue ich mich echt nicht. Ja, wir müssen, glaube ich, dann ich würde es mal kommen, das alles scannen, vielleicht reicht es schon, um uns die Ausrüstung zu bauen. Weil ich habe jetzt so viel zum Scannen. Ich muss nochmal zum Baum und einen Eichel finden. Ja. Weevil snuffling along here. So, ich komme dann jetzt mal zu euch. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world in it. Okay, langsam glaube ich euch, dass Frauen nicht singen können. Hey! Exist! Die Hexe! Cancelled! Kann ich mal twittern? Erst mal einen bösen Tweet absetzen, jo. Ja, aus dem Kontext gerissenen Tweet. Ich muss so lachen, Simon, als du dieses bei dem Amazon Prime Event doch gesagt hast, Manspreading, ja. So geil, ich einfach. Alle meine Woken-Begriffe, da kenne ich mich aus. So witzig, ey. Wir haben das tatsächlich echt gelacht, aber wir haben das manchmal bei Game 2, wenn wir da aufzeichnen, sitzen wir manchmal auf so kleinen Würfeln. Und tatsächlich gab es da die Beschwerden, dass ich zu sehr manspreade, weil ich meine Beine dann halt auseinander habe. Du musst halt sagen, dass du ein Mensch bist, der halt nicht sich oft einen flapscht und deswegen halt dementsprechend die Geier. Ja, also ich werde es Funk genauso vermitteln. Oder irgendwas. Ja, kannst du ja sagen. Man muss nicht echt lachen. Man denkt immer so, dass. Ja. Und flapsch nicht viel und deswegen hat halt dicke Eier. Flatsch. Wer sagt denn Flatschen dazu? Aber es ist ja gesund. Der Mann sollte das täglich machen. Eben. Flatschen. Vor allem, ganz ehrlich, also ich sitze teilweise. Ich sitze noch breitbeiniger da als so mancher Mann. Also, das muss ich mal ehrlich sagen. Und ich habe keine dicken Eier. Es ist auch manchmal einfach angenehm. Also, gemütlich. Ja, eben. Ist halt Blödsinn. Aber ist doch. Manspreading beschreibt doch eigentlich auch oder soll doch eigentlich nur die Kritik daran sein, wenn man in öffentlichen Straßenbahnen zum Beispiel, genau, dadurch den Platz von anderen einnimmt. So. Und dann verstehe ich, dass es Leute stört. Aber wenn du deinen eigenen Sitzplatz hast und du störst damit niemanden, dann flatsch. Manche fühlen sich davon getriggert von meinem Schritt. Also tut mir leid, Simon. Ich hatte mal einen, der hat wirklich mit Absicht Manspreading betrieben. Der hat sich in die Mitte von zwei Kollegen gesetzt und Kolleginnen hat wirklich extrem provokant die Beine weit auseinander gemacht, um denen halt zu zeigen, so, damit die gehen. Und das fand ich halt auch unnötig. Ja klar, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ne? Dann bin ich gekommen und habe noch mehr gespreadet und dann wusste er, wer die dickeren Eier von uns hat. Genau. Warum
Spinne. Genau, wo? Das hat er auch gesagt. Wo? Ah, hier, wo ich bin. Wo ist hier? Oh, nicht so ekelhaft. Ey, hier wirklich, mir kommt es gerade hoch. Genau, das hat er auch zu mir gesagt. Das ist voll ekelhaft. Sieh mal, du musst mehr sagen. Ah, du bist sehr weit weg. 270 Zentimeter, das sind ja. Das ist ja irrelevant für mich. Viel Spaß dort. Ja, ich hab's vielleicht verdient, aber ich wollte eine Eichel holen. Ja. Wir haben. Das muss eine Eichel suchen, muss ich es mir echt. Flipflossen! Muss ich es mir echt verkneifen. Aber wir haben jetzt voll viele neue Baumsachen wegen Gnu. Das ist sehr, sehr cool. I'm risking my life for you guys. Für Lehmfundament. Wir kommen auf jeden Fall voran. Also, geil. Haben wir was. Schleimlaterne. Reparaturwerkzeug. So, lass mal durchkönnen. So, die Frage, die sich mir gerade stellt, ist, können wir gerade schlafen? Ja, ist eine gute Idee. Weil dann wird's, oder wobei es wird wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie spät ist es denn? Sehe ich das irgendwo? Doch, da steht's, es ist 0.14 Uhr. Wenn wir jetzt schlafen, sind wir pünktlich um 8 Uhr frisch und ausgeschlafen. Acht Stunden Schlaf, ne? Okay. Ist geil. Ist gut. Und dann kann ich nämlich noch mal ins Wasser. Ich muss zu den Koi-Teich, weil wir brauchen Seegras. Und ich glaube, mit dem Seegras, dann bekommen wir erst die Schnorchelausrüstung und alles. Ich würde halt dann mitkommen, dann rüber und würde dann anfangen, dort Base zu bauen. So. Ja, nice. Oh, habt ihr hier viele Körbchen aufgestellt, ihr kleinen Geier? Ja, ich brauche nur einmal eine Eichel, dann baue ich dir das Ding hier, Dingi fertig. Ja. Nimm dir raus, was du brauchst. Wir sollten, wenn wir dann gehen, auch ein paar Pilze mitnehmen, weil die kannst du ja nebenbei schnabulieren. Obwohl, die bringen nicht so viel. Aber immerhin etwas. Da habe ich einige. Ja. Pack mal hier einfach alles rein, was ich so hab. Für euch. Auch wieder Eicheln, Flauschipelz. Geil. Fliegenpelz, geil. Flauschipelzi, Spinnenärsche. Spinnenärsche, sexy. Was war denn das? Simon, du kannst ja richtig hoch schreien. Ich hasse das, wie die dann immer von der Seite einfach rankommen. Ja. Die Schweine. Okay, ich locke sie zu euch. Was, warum? Nein, Simon! Ich bin kurz vorher gestorben, keine Sorge. Simon, du Schwein. Alter, ey. Der macht mir hier Angst. Also, ich schlafe jetzt. Ich komme sofort, ich muss noch meinen Rucksack holen. Die kommt wirklich, die kommt wirklich! Even for me. Mach mal die Tür zu und hab nichts. Oh, die kommt wirklich! Nichts gehört und nichts gesehen. Die ist da! Komm. Nicht. Halt den Atem an! So, ich geh kurz pinkeln, okay? Bitte nicht rausgehen! Nein, mach die Tür zu! Die ist da, die kommt! Die kommt! Aber die kann uns nichts, oder? Doch, natürlich! Da ist ja offen! Keine Decke! Oh Gott, lass einfach ganz schnell schlafen. Anyone else tired? Just me. Ich komme sofort, kurz ein bisschen Pflanzenseile machen. Einfach wegschlafen. Boah, also Seile haben wir hier einige jetzt, ich sag schon mal. 20 oder so. Ich mache hier gerade. Das ist großartig. Okay. Ich sehe gerade mein Leben an mir vorbeiziehen. Ja, ich auch. Okay, so, ich gehe schlafen. Das klingt gut. Ja, wir schlafen alle schon. Wir warten nur noch auf dich. Ach so, Entschuldigung. Alles gut. Ich vergesse immer, dass ihr auf mich warten müsst. So. Na? Warten auf andere. Okay. Dann müsste der Schlaf jetzt gehen, oder? Je. Yeah. Und dann, Nanu? Ach, der hat ein Experiment mit seinem Homie gemacht. Er ist gar kein netter Doktor. Nee,
It's a go for molecular reduction. Spacer is prime. Where you are going, all your worries will seem so small. Oder ist der Doktor so klein geworden? Genau, so einer ist klein und der andere hat einfach nur Struggles. Ich würde sagen, wir essen und trinken jetzt und gehen dann alle zusammen zum Keulteich. Jawohl, Moment, aber du kriegst noch Beindinger von mir. Was? Oh, danke. So, und macht euch mal alle so ein Dolch, wie ich es mir gemacht habe. Gucken, ob ich euch ins Ei machen kann. Ich habe hier drinnen, habe ich dir einmal den Plattenpanzer und einmal die Beindinger hingepackt in den drinnen, in dem Gebäude. Oh, das ist so lieb. Danke. Der Kiesel... Kieselchen. Genau, genau, weil mit dem haben wir nämlich die Möglichkeit, Gesundheit. Dankeschön. Dass wir nämlich unten noch was abrüsten. Warte mal, Seegras brauchen wir noch. Jawohl. So. Ist, hab ich. Ich bin vorbereitet. Und nehmt euch mal Essen aus dem Ding raus, weil Essen verschimmelt auch. Deswegen ist eigentlich immer gut. Ich kann euch noch was droppen. Oh, das ist schon verschimmelt. Es ist nicht. Ja, obwohl, das macht einen nur high. Ist okay, könnt's essen. Es macht einen nur high. Wie genau ist das nochmal? Geil. Es macht einen nur high, enjoy. Ich würde da einfach mal Sachen schon mal mitnehmen, weil wir fangen ja dann dort wieder zum Bauen an, ne? Genau, ich mache noch ein bisschen Raw Science. Vielleicht müssen wir das Seegras auch gar nicht unbedingt für die... Also wir brauchen es so oder so, aber vielleicht... So, let's go. Mal gucken, ungewöhnlich. Sprungnetz. Ah, cool. So, die Distel. Damit können wir uns gleich bessere Waffen machen. So, mehr kann ich nicht tragen. Und das hier, die Pollen. Okay, wir müssen es dann schon machen. So, ich bin bereit. Oh, ich bin total, ja, ich muss was essen. Ja, total wenig. Bin ich auch Hunger? Bist du schon in der richtigen Richtung, Gnu? Nee, ich guck gerade nur, ob wir so eine Distelwaffe machen können. Hier. Sprössling und grobes Seil. Dann mache ich das in euch nämlich auch. Dann haben wir bessere Waffen. Und dann gehen wir. Jawohl. So, Pflanzenfaser mal alles sammeln. Sind das die Pflanzenfasern? Ich glaube schon, ne? Sprössling brauche ich. Du kannst sonst einen Pilz essen, falls du noch nichts gegessen hast jetzt. Oh, Simon. Ja, Pilz ist gut. Die weißen Pilzchen, die kannst du essen. Genau, ich schnabuliere schon gerade alles aus den... Danke fürs Gesundheitssagen, Chat, das ist sehr nett. Und ich habe auch noch mal welche für uns mitgenommen. Und danke für den ganzen Support. Ich bedanke mich dann nach der Aufnahme bei allen nochmal in Ruhe. Ja, süß, wie sie sich freuen. So. Ist das vielleicht so ein Milbenhügel? Verpiesel dich, du kleine Sau. So. Ist das die richtige Richtung, wo Gnu ist, oder müssen wir dann in eine andere? Ich gucke gerade nur nach, damit ich uns diese Waffen herstellen kann. Ah, okay. Welche waren das jetzt? Die Stachelsprössling will ich machen. Ah. Okay, weil ich würde nämlich sonst Richtung Teich aufbrechen, damit ich quasi dort schon mal zum Bauen anfangen kann. Ich komme auch gleich. Warte, ich komme mit und ich nehme mal hier so ein paar... diese komischen Bretter mit. Geil. Da haben wir so einen Anfang, so einen guten, ne? Kann man aber eh nur 5 nehmen. Ja, aber wenn wir beide hier 5 nehmen, sind es schon 10, deswegen. Ich kann zählen. Komm mal zu euch. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung wir müssen. Komm, guck mal kurz auf der Karte. Wo ist denn der Koi-Teich? Das müssen wir von der Community genau sagen lassen. Das sieht bei mir total abstrakt aus, diese Karte. Sieht die bei euch auch Norden so aus? Norden ist der. Oder ist das der... Nee, doch ist im Norden, oder? Oder ist das der ganz unten rechts? Osten? Das ist die Frage. Vielleicht könnte es uns die Leute beantworten. Weil das wäre natürlich super, wenn wir da zur richtigen direkt hingehen. I need water. Ist das nicht der links unten? Nee, das ist gar kein Teich. Das ist nur eine Fläche. Ah, okay, nee, ich hab's. Da wissen wir nur, was dann...
Aha, okay. Warte, kann ich das euch so hierhin respawnen? Da. Da ist es. Ah, okay. Gut, gut, gut. Da müssen wir hin. Da hat es diese Fasern. Dafür braucht ihr aber den Dolch. Ich komme sonst gleich. Mal, aber da ich hab den Dolch schon. Ah, nice. Ich jawohl, dann bauen wir dort. Okay, dann muss ich gucken, dass es das in die Richtung, ne? Ja. Okay. Boah, ich habe so Angst, diese Strecke jetzt dahin zu laufen. Das da ist halt nur diese eine Wolfsspinne. Ah, super. Aber die ist doch tagsüber nicht aktiv, oder? Ich hoffe. Ah, shit, Moment. Da ist eine Schnecke. Was? Eine Schnecke? Achso, das ist nur ein Schneckenhaus. Aber da ist ein Schneckenhaus. Oh, da ist bestimmt auch guter. Oh, da hinten ist eine grüne Spinne. Da hinten ist eine grüne Spinne. Kommt hier hoch? Oh, shit. Aua. Ja, ich sehe hier diese größere Spinne auch. Da gehe ich mal nicht hin lang. Ja, das Problem ist, ich glaube, um den Baum herum spinnen sie sich überall rum, ne? Ja. Warten sich auf mich, Herr Simon. Ich bin hinter Ihnen. Ja, ja. Herr Simon. Where are you off to, Ant? Jawohl. Ach, da seid ihr ja. Hallo, jawohl. Ich habe aufgeschlossen. Sehr, sehr schön. Okay. Boah, ich fühle mich, das ist alles kein schöner Ort. Oh, wollen wir hier unten lang, unten durch? Nein, komm. Nein, wir wollen das nicht, Simon. Nein, wir wollen das nicht. So, ich habe noch einfach einen von euch eine gute Waffe. Können wir nicht einfach um den Baum herumlaufen? Wer will denn eine gute Waffe? Ich glaube, für Simon macht es mehr Sinn, weil ja, wenn ich Base baue... Oder sonst gebe ich die euch gleich. Ich nehme die einfach mal kurz auf. Weil wenn ich, Simon, wenn ich jetzt mehr Base baue, dann... Au, oh Gott, ich bin einfach nur... Ich habe Schaden, Fallschaden bekommen. Es war keine Spinne. Alles ist okay. Ich bin nur dumm. Oh, doch, da ist eine Spinne. Oh, da hinten ist eine große Wolfsspinne. Oh mein Gott, ich bin weg. Tschö. Hat jemand von euch trinken gesehen? Nee, leider auch nicht. Ich bin auch am Dursten. Ah, doch, hier vorne. Oh ja. Ja, geil. Ja, gut, dass wir das Ding aufgebaut haben. Ja, und stimmt, der Tropfen. Oh, sorry, ich dachte, das war nicht gut. Alles gut. Alles gut, wir finden bestimmt noch einen neuen. Da vorne ist halt nichts drin, Simon. Das haben wir extra gemacht. Da ist nichts drin. Haben wir das irgendwie falsch gemacht, ne? Irgendwas haben wir da falsch gemacht. Das ist ja auch ein Wasserbehälter. Der sammelt doch nur, wenn es regnet, oder? Oh, doch, da ein bisschen Wasser war drin. Ja, wir dachten, der sammelt das von dem Strohhalm. Ah. Aber so war es nicht. Falls ihr noch irgendwo Wasser seht, dann sagt Bescheid, weil ich dürste. Ja, ich guck gerade auch. Ja, das passt, dann bauen wir hier. Hier, wo ist hier? Hier hinter der Packung. Ja, das ist gut. Wir sind voll viel Dinger, ne? Voll viel Flöhe. Hier hinter der Packung, Ei. Wo ist Wasser? Kann man nicht das einfach das Seewasser trinken? Nee, das ist schlecht, das ist Schmutz. Schmutzwasser ist das. Schmutz! Ja, okay. Simon, Schmutzwasser. Schmutz? Schmutzwasser. Hier sind Rosenblätter. Ach, da unten sind auch dann so grüne Spinnen, war das? Ja, da hinten sind so kleine, grüne, ekelhafte Spinnen. Aber die sind auch gut zum Töten, um so Spinnensachen zu farmen, weil die sterben wesentlich schneller als die Wolfsspinnen. Okay. So, ich probiere jetzt mein Bestes. Du hast so eine Schaufel, ne? Ja. Unter mir ist so ein Hügel, der sich bewegt. Jasmin? Oh, nice. Okay. Ich komme gleich. Ich muss nur kurz gucken, ob ich hier irgendwo mal Seegras bekomme. Da ist Seegras. Gott, ich hoffe, ich überlebe das, Leute, ne? Geil, Seegrasfaser, nice. Ich muss wieder hoch, sonst sterbe ich. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. 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 Oh Gott, ich wäre fast ertrunken. Boah. Ist schon alles dunkel geworden. Okay, ich habe Seegras. Geil. Aber wir haben jetzt hier nichts zum Seinsen, ne? Das ist blöd.
Aber ist doch beim Baum direkt in der Nähe, oder? Glaubst du? Ist da nicht da beim Baum auch dieses unterirdische Ding? Ich guck gleich mal. Brauch auf jeden Fall was zu trinken. Ja, same. Ich suche auch gerade schon. Ich bin am Rand des Todes. Ja. Ja, stimmt. Wir gehen einfach zum Roboter. Da gibt's auch einen Wasserspender. Kommen wir bis dahin noch? Ja, ja. Das ist eine gute Idee. So. Dann saufe ich mich da kurz voll und dann kann ich da, glaube ich, auch die Science kann ich da auch machen. Bist du schon dort? Ja. Süß, das sagt jemand, da war ein vierblättriges Kleeblatt. So, mal gucken. Bitte Tauchausrüstung. Schwimmmarkierung? Nee, immer noch nicht. Aber mit welchen Objekten können wir denn dann die Tauchausrüstung bauen? So, geil. Aber das ist geil, weil dann haben wir den Roboter direkt um die Ecke, wenn wir davon die Base bauen. Genau. Die Frage ist nur, wo... Was müssen wir einsammeln, um die Tauchausrüstung zu machen? Oh Gott, Wasser ist gerade kritisch. Wasser ist kritisch. Oh, da vorne. Oh Gott, Gott sei Dank. Wir brauchen diesen Wachs, den haben wir schon. Ja. Ah, hier. Ah, ich hab's. Ich hab's. Ja? Es ist das Chiemrohr. Ich kann's machen, aber ich glaube, wir hätten erstmal die Gegenstände aus der alten Base nehmen müssen, weil da sind voll viele Sachen drin, die ich dort reingeschmissen habe, die ich jetzt eigentlich nochmal sammeln müsste sonst. Ja, wir müssen eh hin und her laufen, ja. Können wir ruhig machen. Einmal zu dritt rüber, aber alles warte, in den Rucksack. Aber warte, ich mach schon mal einen. Ich kann das schon, glaube ich, machen. Das habt ihr im Flo gebracht. Ja, ich baue hier auch schon mal. Wir bleiben bei der Packung, ne? Bei dieser Getränke. Ja. Ich denke, ja. Okay. Dann baue ich da auch mal Sachen. So, ich hol mal das Wachs. Also die gibt's auch einfach unter den Seerosenblättern, gell? Da könnt ihr einfach das ganze Wachs einsammeln. Jawohl. Da gibt's eigentlich echt einiges. So. Ich liebe bauen. Die sind ja voll süß, die Kaulquappen. So, wollen wir gleich mit einem Lehmfundament bauen? So. Das hat Verteidigung. Boah, das hat halt nicht so viel Verteidigung. Aber es hat mehr Verteidigung als... Na, wobei der normale Grasboden hat besser Verteidigung als das Lehmfundament. Das heißt, ich baue einen Grasboden. Ja, und ich muss noch mal mein Leben riskieren unten, weil wir brauchen noch Grasfasern. Du machst das großartig. Ich will nicht sterben. Ah, da kann ich auch einfach Luft schnappen, oder? Oder ist es Luft? Yes, look at this. Hier wird ja gebaut. Ja. Ich baue schon mal Kisten gleich. Ich hole nur noch Kleeblätter dafür. So. Ich hole mal das ganze Seegras. Jetzt nämlich Luftblasen unten. Und Scheißgegner. Ah, verpiesel dich bitte. Lass mich in Ruhe. Ich hasse dich so sehr. Ich bring dich um. Das ist ein schönes Lied. Ja. Oh nein, es ist eine Spinne. Oh mein Gott, nicht dein Scheiß Ernst. Ich muss abhauen. Ich werde sterben. Ich bin doch noch zu jung zum Sterben. Du hältst das durch. Oh, und dann mit einer Stängelwand. Wenn wir mit einer Stängelwand bauen, das Wort Stängel klingt sehr lustig, dann ist hat die gute Verteidigung gegen diese Spinnen. Ja, nice. Das gefällt mir. So, da habe ich jetzt genug. Ich habe eigentlich genug und er macht trotzdem nicht. Warum? Ist mein Inventar schon wieder voll? Nö. Warum erstelle ich das dann nicht? Peoples. So. Lass mal lurken. Was ist denn hier das Problem? So, ich möchte das doch gerne erstellen.
Herstellung. Ach, nur auf der Werkbank möglich. Haben wir eine Werkbank? Wir arbeiten dran. Noch nicht, ja. Die brauche ich. Ah, da war so ein Loch, kann es sein? Wo hast du vorhin so ein Ding gesehen? So einen bewegenden Boden? Der ist hier gerade rumgelaufen. Wo bist du? Neben dem Trinkding. Da, echt? Und der ist da vorne, warte, der ist da vorne. Hier an der Seite, der ist hier. Ah, ich habe mich noch gewundert, weil er hier über den Steinboden drüber gelaufen ist. Ja, das sehe ich ihn doch, da ist er doch. Perfekt. Oh yeah, wir haben unsere erste Made. Töten wir sie. Geil. Jeet. Oh, okay, haben wir schon eine bessere Hacke? Nee, ich glaube nicht. Okay, weil wir können das Unkraut hier noch nicht hacken. Oh no. Dafür brauchen wir Hacken Stufe 2. Oh, shit. Milchmolar habe ich hier. Da brauchen wir aber auch ein besseres. Wie stufe ich denn die Sachen auf? Ist das nicht vielleicht so wie das andere Ding, das du gemacht hattest? Not sure. So, Werkbank, Leute. Wir müssen die Schnorchelausrüstung basteln. Ich kann gleich für jeden eins machen. Geil. Ey, das wäre Hammer. Ich mach Kisten noch. Werkbank. Wenn ich mir vorstellen würde, dass Spinnen reden können, hätten sie in etwa diese Stimme. Ich glaube auch. Werkbank. So, warte mal. Herstellen. Werkbank. So. So, fehlen nur noch Grasplatten. Hat jemand? Ich bringe gerade Grasplatten. Geil. Ich könnte kurz die Werkbank machen, weil dann mache ich das schnell. Jeet. Und ich würde gern. Science muss ich nichts mehr. Das habe ich, glaube ich, alles. Bitte. Yay! So, Leute. It's the final countdown. Oh nein, ich brauche noch ein Seidenseil. Warte, das habe ich vielleicht sogar auch. Kannst du mir das hinschmeißen? Wobei, ich habe kein warte mal, Seidenseil spezifisch, ne? Warte mal. Seidenseil kann ich bauen. Und kann ich... Habe ich das jetzt nicht gebaut? Oder ist das hingeworfen? Geld könnten wir noch gebrauchen. Ich glaube, ich habe mein Inventar ist voll. Deswegen, warte mal, ich pack mal hier ein paar... Lass mal hier droppen, nicht, dass es im Stein irgendwie versinkt. Jawohl. I don't trust this. Ich kann das nicht herstellen aus irgendeinem Grund. Und ich verstehe nicht genau, warum. Ah, wir müssen Seidenseile mit einer Dings machen, mit einer Spinnenkurbel. Ja, das war das Ding. Wir brauchen ja noch die. Genau, wir brauchen die. Das Spinnenrad brauchen wir dafür. Dafür brauchen wir Ton. Dann können wir das Spinnenrad auch bauen. Ah, nee, Ton ist auch. Haben wir. Also, ich brauche, um die einmal bauen zu können, das Spinnenrad, brauche ich vier Ton. Und ja, noch, hab ich. Komm mal her. Und noch ein Seil. Du kannst es einfach in die Kiste packen. Das Ding zieht automatisch aus den Kisten. Ah, so nice. Ja, geil. Nur ein grobes Seil bräuchte ich noch. Dafür fehlt mir eine Ressource. Okay, oder? Nee, kann ich das selber bauen? Schaffe ich das? Ich pack's hier rein. Aber das ist ja ziemlich cool. Das wusste ich gar nicht, dass die aus den Kisten, also wenn ich an die Werkbank gehe, zieht die sich das aus den Kisten? Ja, genau. Nice. Geil. Bitte. Dann haben wir einmal das Ding gebaut und dann einmal ausfüllen. Bitte sehr. Nice. Kannst du mir noch ein Spinnendings machen? Ist in der Warteschlange, spinnt. Geil. Dann Alter, wie sich das auch bewegt. Kommt mal kurz her, oder Simon, dann gebe ich dir mal kurz was. Und danach mache ich Pia, ihr ist ready. Also, Simon. Einmal hier. Luca, wo bist du? Und einmal kriegst du noch die. So, die zwei Sachen. Das einmal zum Atmen und einmal eine Waffe. Das mache ich noch für Pia, ihre. Und dann können wir eigentlich auch schon runter. Das ist schon vorbereitet, würde ich beeindrucken. Geil. Ich würde kurz, bevor wir runtergehen, wollen wir noch einmal den Grill anschmeißen? Ja, ja, auf jeden Fall müssen wir uns vorbereiten. Und ich würde ganz kurz mal ein Päuschen machen und kurz aufs Klo gehen und dann komme ich gleich wieder.
Nee, das ist verboten. Jetzt gerne rüberschalten zu euch. Toilette ist auf jeden Fall verboten. Dann können wir auch schon mal so einen kleinen Schlafplatz bauen, dass wir da auch gleich schlafen gehen können. Und so einen Grillplatz. Brauchen wir eigentlich auch noch. Grilly. Hey, wo ist das denn jetzt? Ich hab's doch jetzt ausgewählt. Blaupause platzieren. Haben wir schon einen Grillplatz? Ich würde kurz so einen Grillplatz machen und... Haben wir noch nicht. Können wir das kurz als erstes machen? Klar. Und dann vielleicht noch so ein kleines Shelter, dass wir auch unseren Spawn hier legen können. Daran arbeite ich gerade, nur dass der... Das ist leider nicht klein. Genau, aber wir brauchen eigentlich nur echt ein kleines, so ein ganz kleines Zeltchen, dann können wir den Spawn da schon legen. Ach, damit das zumindest als erstes quasi genau da ist, ne? Jawohl. Das ist... Welcher ist denn das? Das ist... Ich pack das hier mal alles einfach rein. Sicher unter... Grashelme auch. Das... Das... Ich habe da schon mal... Also ich habe einen Spießgrill schon mal platziert. Ich brauche nur noch... Muss nur noch was... Den Grasboden dafür holen einmal. Oder du machst es fertig. Geil, nice. Dann haben wir jetzt Licht. Ich brate mal Sachen. Und dann einmal noch speichern. Und dann brauchen wir noch diesen Shelter. Jawohl. Genau. Yeah. Genau, aber da können wir kurz dann den Spawnpunkt setzen. Ich finde noch zwei Sprösselis. Geil. So, Spawnpunkt setzen. Das drückst auf R. Jawohl, kenne ich. Dann also reicht einer. Dann können wir schon mal nicht sterben. Aber so sieht es so süß aus. Echt süß, gell? Ich finde die Baumechanik in dem Spiel generell einfach unfassbar schön. Pia, ich habe was für dich. Komm mal her. Ja, ich komme. Ich stecke gerade in meinem nicht fertigen Baukonstrukt. Ich komme. So. Ein Kiemenrohr. Geil. Und damit kann ich jetzt unter Wasser gehen. Ich hoffe, ja. Lass mal kurz. Ich glaube. Also, das wäre ja wohl scheiße, wenn es nicht so wäre. Hier. Ein Mundstück, wasserabweisende Material, die kleinen Luftblasen erzeugt, hilft dabei länger unter Wasser zu atmen. Geil. Jetzt könnte man eventuell halt noch diese Flipflops machen, die einen schneller schwimmen lassen. Dafür brauchen wir ja Ruderwanzenflosse. Ich weiß nicht, wo ich die herkriege. Seerosenwachs kann ich holen, aber weiß jemand, wo ich die Ruderwanzenflosse bekomme? Weil schneller schwimmen wäre natürlich auch geil, dann würde ich das auch noch kurz machen. Schneller schwimmen wäre sehr, sehr cool. Genau, weil dann können wir nämlich die Mission anfangen. Ich habe einfach... Chat, seid ihr klug? Ihr seid klug. Helft uns. Ich traue mich halt jetzt keine Blätter holen zu gehen, weil es dunkel ist. Ja, ich mach das gerade schon. Chat sagt von Tieren im Teich. Welche? Oh, Mutation entdeckt. Ich oder wer war das gerade? Ich glaube nicht, dass ich eine Motivation entdeckt habe. Ich baue hier nur Base. Also eine Mutation. Eine Mutter. Eine Motivation. Also ich habe... Okay, Seeflöhe sind es. Ich bringe die Flöhe jetzt um. Danke, Leiki. Wundervoll. Okay, dann lass mal kleine, arme, unschuldige Wesen töten gehen. Das klingt großartig. Das ist doch genau das, was wir wollen. So, Nummer 7. Wo sind die Flöhe? Flöhlis! Hab ich so oft vorhin gesehen. Okay, ich bin mutig. Genau, und wir können diese Netze bauen hier. Die tun nämlich Wassertropfen aufsammeln, dann können wir immer trinken. Ich hab die gesehen. Yep. Genau, die wären mega, mega, mega cool und hilfreich. Yes. Versuch. Aber da ist doch so ein dummer Floh, oder? Bitte? Hey, ich suche gerade so einen Floh, der hier gerade so rumsummt, den steche ich jetzt ab. Abgestochen. Das ist eine Ruderwanze. Ja, Ruderwanzenflosse entdeckt. Hab
Das war nicht das, was ich umbringen wollte. Egal, es war richtig. Es ist okay. Wo ist denn der dumme Flo? Ich habe noch nicht so richtig verstanden, scheiße, wieder eine Scheißspinne, ne? Wie ich diese Unkraut... Oh, nee, die ist viel zu stark. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin gleich tot. Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht mehr auf der Karte. Oh. Ach, du bist im Wasser. Ja. Oh Gott, nein! Oh, oh Gott! Das war aber jetzt knapp, du. Ich will gar nicht bei dir gucken, wie die aussieht. Puh. Ich hab's, das war richtig, es war eine Ruderwanze, das war korrekt. Ja. Dann mache ich mal, auch was zu essen. Unkrautstängel bekommst du vom Löwenzahn. Den haben wir aber hier in der Ecke wahrscheinlich nicht, ne? Ich tue das mal, ich tue das mal kurz scannen und dann... Jawohl. Gehe ich nochmal runter und töte ein paar. Und dann gehen wir erstmal schlafen, wenn Simon da ist. Das ist nicht immer... Ihr könnt mir auch helfen beim Töten, dann geht's schneller. Müssen wir da unter Wasser? Ja, aber das ist gar nicht schlimm. Hallo Simon. Ja, aber du bist gerade von der Spinne fast getötet worden. Nein, das war eine Ruderpflanzenwanze. Ich habe mich schon gefragt. Mir wurde nämlich die ganze Zeit schon gesagt, dass wir hier im Laufweg einer Spinne sind. Aber wir killen die einfach, wenn die kommt. Ja, aber die kommt doch bestimmt nur nachts, oder? Ich glaube, die ist gerade auf dem Weg zu euch. Wie? Hast du das Gefühl, dass sie gerade auf dem Weg zu euch ist? Wie? Hast du sie gesehen? Ja. Ernsthaft? Ja, ja. Ja, ernsthaft. Vielleicht sollen wir schnell irgendwo pennen. Schlafen klingt großartig. Ja. Schlafen. Mach mal Respawn. Ich komme gleich. Ich muss noch ganz kurz was zu Raw Science. Und dann komme ich. Der Laufweg einer Spinne. Alter, ich hoffe, du bist schneller als die Spinne bei uns. Ja. Das glaube ich schon. Oh, es gibt viel zu Raw Science. Das ist eine richtig gute Basis, die wir hier bauen. Also ich bin richtig beeindruckt. Da ist ja alles dabei. Auf euch. Das ist echt nicht schlecht. Ja, es ist ein bisschen, ich muss noch diese Stängel besorgen. Und die Stängel hier in der Ecke zu besorgen, ist nicht so einfach. So, ich habe alles Raw Science, was ich gefunden habe. Naja, Palisaden klingt wundervoll, Jet. Aber wir haben noch nicht mal ein Dach über dem Kopf. Dass die einfach nicht diesen Kack-Wasserspender hier mit herstellen, ne? So, ich komme jetzt. I'm on my way, my friends. Was ich am Erwachsensein am meisten liebe. Oh, oh. Ist sie bei euch? Oh nein, ist sie bei euch? Ja, du hast einfach zu lange gebraucht. Oh nein, ich bin aber jetzt da. Das ist mittlerweile egal. Okay, aber die läuft auf der anderen Seite entlang. Das ist cool, wir können koexistieren. Ah! Alter. Okay. Geh nicht zu mir, bitte, geh nicht zu mir, bitte, geh nicht zu mir. I'm here. Let's go. Sie kommt zurück, ich kann mit dem... Wo bist du? Sie kommt wieder zu euch. Du bist einfach verschwunden, glaub, oder? Ich glaube, ich höre sie, ne? Ich bin wieder da. Sie ist genau auf der anderen Seite von dem Trinkding. Hast du sie getriggert? Also sie hat die beiden Fühler hochgemacht. Also sie kommt, Moment. Sonst springen wir einfach ins Wasser, da kommt die eh nicht nach. Mann, warum ist die genau hier? Der Garten ist so groß. Vor allem, die macht halt auch unser Lager kaputt, ne? Ja, aber nur wenn sie es angreift. Also schnell schlafen, Kinder. Ich trau mir da nicht hin. Ja, schlafen, ich glaube, schlafen, 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 traut sich schlafen, hin. Ja, schlafen, okay, schlafen, 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 schlafen. Ich hab. Oh, das hat er gesehen. Oh, das ist jetzt aber interessant. Wie gehen die Spielentwickler mit so einer Situation um? Wir können sonst direkt ins Wasser springen, wenn die jetzt vor uns ist. Und das ist sie. Die ist immer noch geht, da. Geht. Okay, wollen wir mal zusammen runter und Wasserflöhe umbringen? Weil dann können wir die Flossen bauen. Ja. Ich würde hier weiter Grasplatten sammeln, wenn das okay ist. Ja, genau, und was wichtig wäre, wir brauchen unbedingt diese Spinnennetze. Kannst du die bauen, weil dann kommt da Wassertropfen dran. Dann können wir nämlich immer direkt nach jedem Tag Wasser zu uns nehmen und essen. Ja, du meinst, ich plane die ein. Jawohl, ich plane die als erstes ein. Ja, super, genau, perfekt. Okay, komm, Simon. Moment, kurz was dranhängen.
Und ein paar Pilze mitnehmen. Ich bin sofort da. Ich muss nur, ich habe Hunger. Ja. Na komm her, du kleines Schweinchen. Oh, die Armen tun gar nichts. Die schreien einfach nur arm. So, ich komm. Also runter ins Wasser einfach springen? Genau, das sind die Süßen, die so rudern. War noch nie da. Unter Wasser, meine ich. Bin mal sehr gespannt, wie das aussieht. Ich töte die gerade alle für uns. Ah, okay, da sind diese... Ja, krass, da sind ja wirklich Spinnen unter Wasser. Was ist denn mit denen kaputt? Die, checken die das nicht, dass die da falsch sind? Warum macht die Natur sowas? Das ist, finde ich, so widerlich. Ja, ich auch. Sauerei. Toll ist, wenn du die Wasserflöhe tötest, die haben so einen kleinen Wassertropfen mit sich. Spinnen sind einfach effizient, das fuck. Und dann kannst du dich nämlich, dann kriegst du wieder Luft. Über den Spinnen meinst du? Also bei diesen, süßen Bubbles. Diese süßen kleinen schwimmenden Flöhe. Ah, okay. Jetzt brauche ich Wasser, bitte. Kannst du mir sagen, wonach ich suche? Also was soll ich sammeln? Die kleinen Flöhe, die so süß schwimmen. Die schwimmen so ganz eifrig. Okay. Alter, die Kaulquappen sind ja richtig groß. Oh, die tun auch nicht. Ich habe früher immer, das fand ich immer mega geil irgendwo, ich komme ja vom Dorf und dann bin ich immer an irgendeinem Teich und habe dann diese Kaulquappen mir angeguckt und manchmal auch im Glas halt mit nach Hause gebracht. War jedes Mal richtig Abenteuer. Ich habe die damals alle im Teich ausgesetzt. Fand meine Mutter gar nicht lustig. Ich fand Kaulquappen toll. Aber ist das nicht cool, wenn du Kaulquappen im Teich aussetzt? Weil dann kriegst du Frösche und dann hast du weniger Mücken am Teich. Das schon, aber eigentlich? Es gibt halt auch so eine kleine laute Froschplage, die fand sie nicht so geil. Molche habe ich auch mitgebracht. Molche. Oh. Also bisher habe ich noch keinen gesehen, aber wir sind hier. Oh Gott, da muss man echt viel umbringen, ne? Ich kann jetzt gerade mal ein paar Schwimmflossen machen. Glaube ich. Ja, und Seegras brauche ich auch wieder. Aber das haben wir noch genug am Ort. Genau, also das sind so kleine, süße Flöche. Wasserspinne! Ey, diese Scheiße, warum habe ich immer die Spinnen am Arsch? Ich kann auch eine Kaulquappe umbringen, ne? Das mache ich jetzt gerade mal. Rohes Kaulquappenfleisch. Oh, Kaulquappenfleisch. Geil. Bring mal ein paar Kaulquappen hoch. Ich habe das Gefühl, Gnu marodiert einfach durch alles durch. So. Ja, die und das und das und du stirbst auch noch. Die kennt gar nichts. Töte einfach alles. Ja, kannst du mit den Spinnen vielleicht anfangen? Ja. So, Wasserfloh, alles wird umgebracht. So. Was gibt's denn? Was hatte ich denn da jetzt getötet, was mir diese Stängel gegeben hat? Was, Simon, hier bei mir. Da schwimmt so ein kleiner Rabauke. Okay, aber ich habe ein kleines Labor gefunden. Oh, das ist gut. Aber ich weiß nicht, ob alles. Da ist noch so ein Unkrautstängel. Mach mal einen Wegpunkt. Was hier für seltsame Viecher sind, sag mal. Ja, unangenehm. Behaltet die gern da unten. Immer in alle Körperöffnungen rein, wenn wir da drin sind. No. Wir sind doch viel zu klein dafür. Nee, allein die Nase ist bestimmt so ein dummes Ding mal drin. Alter. Gnu erzählt die Geschichten, aus denen meine Albträume sind. Ja, das denke ich auch. Du bist eigentlich schlimmer als das Spiel. Ich sag doch nur, wie es ist. Wir schlafen ja auch jede Nacht mit 1000 Milben. Wir müssten Gnu einfach nur so ein Audio-Commentary von dem Spiel machen. Dann ist es einfach nur so viel schlimmer als das Spiel selbst. Aber wenn wir gerade da sind, ich habe das Ekelhafteste, was ich jetzt gerade auf Reddit gesehen habe, waren, dass wir alle in unseren Wimpern und Schamhaaren haben wir so ganz kleine Viecher. So ganz kleine Wesen. Ey, so kleine ich will Milben das nicht auch? Wissen. So was will ich einfach nicht wissen. Ja. Sind das nicht auch so kleine Milben? Ja, so ein bisschen wie Milben nehme ich mal an. Aber einfach so kleine Tiere. What the fuck? Halt ich brauche keine Wimpern zum Leben, oder? Ich kann die einfach loswerden. Wir sind halt auch voll die... Also abrennen. Ja. Wir sind halt auch voll die Welt für die, ne? Alter.
Ich finde, Zecken sind auch sowas richtig Widerliches. Ja, das finde ich eklig. Wenn die sich dann auch so voll saugen und dann sind die so vollgesaugte, widerliche. Die haben nur den Tod verdient, wirklich. Absolut. Nee, ey, ich mag alle Tiere, auch Insekten, aber Zecken ist wirklich absolut. Ich finde Wespen ganz schrecklich, weil ich wurde schon so oft grundlos gestochen. Die Leute sagen immer, nicht bewegen. Und dann haben sie immer reingestochen. Ja, das klappt nie. Ja. Das ist hier Dings-Propaganda von den Wespen. Von den Wespen selbst, die haben einfach mal Vertrauen. Nicht bewegen, dann hören die auf. Ich wurde noch nie von einer Wespe gestochen. Also bei mir hat das actually echt funktioniert mit dem Nicht-Bewegen bis jetzt. Ich bin Teil der Wespen-Propaganda. Bei mir leider nicht. Es war immer schmerzhaft und schrecklich. Scheiße. Also ich finde hier jedenfalls noch nichts. Ich suche weiter. Ich habe ein bisschen Wachse und so, aber noch keine. Gucken Sie. Ja, voll cool. Wir haben Netze mit Tau. Nice. So, dann stelle ich mal das erste paar Schwimmflösschen her. Ach, das kann ich auch noch in der Werkbank herstellen. Okay. Ich habe einen Wasserfloh. So, genau, den musst du töten. Ah, nee, ach, nicht das sind die, okay, diese durchsichtigen. Nee, eher die dickeren. Wir brauchen echt viel davon. Ich habe jetzt gerade mal ein paar Flip-Flop-Flossen erstellt. Ich gehe auch noch mal rein. Jagen. Hier, ich glaube, wir brauchen dich doch noch. Alter. Will auch ich da rein? Interessant. Echt, also ich mache ja sinnvolle andere Dinge. Hier, Simon, da wo ich bin, komm her. Das sind drei Stück. Die müssen Moment, alle ich brauche gerade eine, die ich mir noch schnappe. Boah, vier Stück? Boah, ich werde euch alle umbringen. Wie bekomme ich denn eine Axt Stufe 2? Das frage ich mich auch. Das ist a pretty good question. Oh, Kollegen, nicht so nah an die Spinne, bitte. Bitte. Gib mir deinen fleischigen Ess. Oh, die schwimmen gegen die Wand, die kleinen Dummies. Au. Ach, wir müssen davor Rohstoffe entdecken, quasi. Ah, wir müssen die ganzen neuen Materialien auch noch alle analysieren lassen, ne? Damit wir schauen, was wir vielleicht für neue Sachen freigeschalten haben. Ja. Komm her, du kleines Dummi. Lass mich dich ausweiden! Alter! Es eskaliert hier ganz schön. So, und die Kaulquappe bringe ich auch noch um. Oh. Yes. Okay, dann komme ich kurz zurück, hau ein bisschen Kaulquappenfleisch aufs Feuer und dann geht's weiter. Oh, Wasser. Wasser brauche ich. Shit. Ganz vergessen. Community hat wieder Mitleid mit den Kaulquappis. Die sind aber auch irgendwie süß. Den, ja. Das tut irgendwie weh. Oh mein Gott! Mehr. Chat ist ja so klug. Erzähl mir mehr. Ich brauche eigentlich nur eine rote Ameisenausrüstung, weil die erhöht die Anzahl von dem, was ich schleppen kann. Oh, das ist geil. Madenwespen erhöhen die Ausdauer. Ich muss dir echt mal sagen, aber du bist das echt, du machst das echt gut, ne? Du, ja, du voll schnell Basis reingekommen auch. So. Hammer. Super. Das Wichtigste ist das hier. Da kannst du dich reinhängen und so tun, als wärst du tot. Ja. Geil. Die Flossen tue ich jetzt noch nicht ausrüsten, weil die verbrauchen sich ja ab. Die wollen wir nachher erst zur Mission verwenden dann. Ich mache jetzt nochmal Flossen. So, ich schmeiß schon mal einen von euch Flossen hin, okay? Die lege ich jetzt mal hier in den Korb. Könnt ihr die kurz schon mal nehmen. Ich sollte Simon nehmen. Aber weil noch nicht ausrüsten, gell? Noch nicht ausrüsten, nö, da mach ich da nichts. Und die Dorndisteln packe ich euch auch mal rein. Fleisch baller ich auch mal drauf. Also ich muss jetzt wirklich was trinken. Scheiße, haben wir irgendwo noch, also was würdet ihr empfehlen? Sonst einfach, da wo ich bin, ist ein Tropfer. Ein Tropfel. Im Labor sonst. Vielleicht mache ich noch mal einfach mit Kopfstelle. Kann man das schon alles essen? So.
Kann ich sonst nochmal vielleicht eine Kochstelle herstellen? Weil geflohen. Ich habe so viel, was ich euch auf den Grill droppen möchte. Ja, stell gerne noch eine zweite hin. Ja, aber die, die Einsachen, die ich draufgelegt habe, müssen jetzt fertig sein. Ja, ja, aber ich habe noch viel mehr. Ich habe ja so viel Quallen ermordet. Na gut, ich sag das ganz bewusst mit dem ermordet. Dip, 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 dip. Die Dose ist leer. Ich habe schon geguckt, ja. Die Dose ist leer. Da ist keine Flüssigkeit drin. Oh, doch! Ah. Da ist ein Sodatropfen. Ein Sodatropfen. Sehr gut. Wow. Was mit Doppelklick kann man auch aus dem Inventar direkt essen? Dankeschön. Aber ich brauche Steine. Hast du Kieselsteine? Ja. Bleib mal stehen. Mal, wie droppe ich das da so? Yay. Oh, geil. Okay, reicht. Danke. Okay, dann brauche ich das auch noch auf dem Braten. Mach die Kieselsteine. Flösschen. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir schlafen, graden uns ab und gehen dann runter. Oder? Mhm. Ja. Aber hat warum schlafen wir schon wieder so spät aus? Ja, okay. Nee, aber wir brauchen noch ein bisschen, bis ich auch die Dinger habe. Haben wir trockenes Gras irgendwo noch? Nee, glaube ich gerade nicht. Das ist auch etwas von den großen Dingern. Aber ich kann welches holen. Ja. Dip, 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 dip. Ich hat laufe. Da, glaube ich. Ah, genau, ich hab's. Gut. Man sieht in Third Person mehr, ne? Ja. Ja. Aber das finde ich irgendwie ungewöhnlich. Ja, aber ich fühle mich damit sicherer. Okay. Weil ich so ein bisschen mal um die Ecke schielen kann. So. Ich packe hier auch noch Seile rein, die brauchst du ja eh häufiger. Ja. Und ich gehe nochmal rein. Seile klingt großartig, Seile brauchen wir immer. Ich geh nochmal rein und versuche ein paar zu killen. Ja, ich auch. Ist ja schon irgendwie so, ganz genau, cool. Genau, komm mal mit mir mit, dann zeige ich dir, wie die aussehen. Ja, ich glaube, zwei habe ich gekriegt von denen. Also diese durchsichtigen kleinen Quabbelviecher mit nicht zwei dünnen. Nee? Nee, nicht die davon, sondern andere. Warte mal. Ja, 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 ich folge. Da waren vorne da hinten so viele. Genau, die sind es nicht. Ja, da kannst du immer wieder Luft schnappen. Da vorne, nee, das ist auch nicht. Ich habe alle umgebracht, der ganze Bestand ist leer. Da, nee, auch nicht. Verdammt, wird es auch wieder dunkel. Wir verfolgen die Quest. Auf jeden Fall. Deswegen sind Gnu und Simon auch gerade unten und sammeln Sachen, damit wir gleich unter Wasser gehen können. Und dort gibt es dann das nächste Labor. Ja. So, wo sind die? Da vorne sind so viele Kaulquappis. Und Gnu ist sehr gut darin, alles zu töten. Ja. Wieder zu verwerten. Da, guck, Simon, ja, die sind's. Siehst du das, was da so eifrig schwimmt dahin? Es ist noch unscharf, aber ich gucke. Das kleine Ding da. Darfst du auch gerne mal eliminieren. Ja, genau, aber das mache ich. Davon habe ich auch schon zwei erwischt. Immerhin. Also von diesen größeren da. Das hast du aus wie eine, ne, Schildkröte. Ach nee, okay. Der, mit den langen, riesenlangen, genau, Armen, die da irgendwie wedeln. Ach, Ruderwanze, okay. Genau. Das, was du da das eingesammelt hast, brauche ich dann noch. Aber jetzt töten wir erstmal die. Okay, ja, doch, da habe ich schon ein paar Mal welche gesehen. Genau, die müssen wir eliminieren. Ich sag extra eliminieren, ne? Wiederverwerten. Recyceln. Recyceln. Wieso ist die Musik so bedrohlich? Das ist die falsche Frage. Das ist immer die falsche Frage. Warum ist die Musik so? Wahrscheinlich ist dir eine Spinne auf den Fersen. Auf den Flossen. Ja, die hat so eine große Ding auf dem Kopf. Man weiß, wo sie sich befindet. Oh, der kleine Floh kann nicht ins Wasser.
No, das tut mir aber leid für dich. Was knurrt denn da die ganze Zeit? Ja, da macht irgendwas so... Oh, hier ist ein Chip. Ich glaube, den brauchen wir, oder? Chip? Hast du hier einfach so gefunden? Der liegt hier oben auf dem Ast und ich komme nicht drauf. Irgendwas knurrt. Das auf, ist ein Barsch! Was? Oder ein Karpfen oder so. Ist auf jeden Fall nicht ein Barsch, aber es ist ein Karpfen. Das, der macht das Geräusch. Ist der... Der Barsch, kann, der Barsch knurrt, oh, ja, doch nicht. Ist, oh mein Gott. Kann man die töten? Ich glaube fast nicht. Also der ist wirklich verdammt groß. Oh Gott. Nein, sagen alle. Ein Koi. Koi-Karpfen, ja gut. Barsch oder Karpfen, ist doch alles das Gleiche. Ach, das ist der Marienkäfer, der da so komische Geräusche macht. Ja, die machen so... Ich dachte schon, mich knurrt da wieder eine Spinne an oder so. Das hört sich ja schon freundlich an, oder? Das hört sich doch nicht freundlich an, oder? Der Marienkäfer hört sich doch voll freundlich an, oder? Ich finde nicht. Ich finde, der klingt auch furchtbar. Echt? Ja. Aber mir macht auch wirklich alles Angst in diesem Spiel, also... Ich glaube, wir haben eigentlich alles umgebracht, Simon. Hier ist nichts mehr. Ja, einen habe ich noch, aber der, ich meine, die schwimmen ja auch recht schnell. Ja. Ich habe sogar zwei noch. Ich sehe noch einen rechts von mir. Genau, ich brauche noch einen. Also, wie ich insgesamt. Also den kriegst einen. Du. Den kriegst du. Hast, du hast drei, oder? Dann. Ja, naja, nur einen. Mal gucken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtigen Viecher vorhin gekillt habe. Also, ich habe jetzt einen. Oh, das dann ist nicht. Ja, ja, Chat hat recht. Also Geräusche. Gekillt habe ich eben zwei. Und die habe ich auch. Und jetzt ist der dritte hier gerade. Okay, dann kommen zu mir, dann machen wir auch noch die letzten Flossen, gehen schlafen und dann let's go. Die Geräusche von dem Marienkäfer sind actually wirklich süß. Ich werde aber aus dem Teich heraus angeknurrt. Das klingt und? Nicht süß. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Aber okay. Irgendwas knurrt unsere Base an. Okay, ich bin da. Okay, ich will hoch. So, wo seid ihr denn? Ach, da ganz hinten. Super, ich komme. I'm coming, fire. I'm coming home. I'm Achso. coming home. Nicht das. So, Beamon. Okay. Die Beams sind Beamon. Ich fühle mich nicht sicher. Ja. Den Laboreingang hast du schon gefunden, oder? Naja, ich weiß nicht, ob es ein Eingang war, aber das war so ein Labor halt. Man hat so die Gläser gesehen, die Scheiben. Okay. Es ist einfach, wenn du hier runterspringst, links halten am, ja. am Stein. Ihr hört das, oder? Nö. Stell dich mal hier hin. Warte. Jetzt knurrt sie gerade nicht. Bin ich... Ja, aber vielleicht ist der Koi hier unten. Nee, aber du hörst das, oder? Nee. Du hörst das nicht? Bin ich verrückt? Gut. Oh, mein Chat sagt, das ist eine Wasserspinne, die ich höre. Super. Wir haben uns eine tolle Nachbarschaft ausgesucht. Also... es wird bald wieder dunkel. Kommen. Wollen wir, ja. Dann machen wir noch die letzten schon mal in den. Genau. Ah, für die Eiche brauche ich Brechwerkzeug. So, Kinos. Ah, oh, sorry. Alles gut. Oh. Gesundheit. Gesundheit. Mir fehlt halt leider, fehlt mir noch 6 Unkrautstängel, um das zweite Netz auch fertig zu bekommen. Unkrautstängel? Warte, habe ich da nicht noch welche? Das sind doch diese großen, die muss man tragen, glaube ich. Da hinten sind die. Guck, siehst du die da hinten? Ich glaube, das waren die. Oder kriegt man da nur Kringelchen raus? So, letzte Flossen habe ich jetzt. Pia, komm mal her. Bin da. Die droppe ich dir jetzt mal. Ich habe sie noch nicht, ne? Doch, ich habe sie dir doch geschickt, gegeben, oder? Simon. Ah, du hast sie, glaube ich.
Ruder, noch nicht. Ruderband, die Flosse oder? Ja, Dankeschön. Die habe ich dir hier in die Kiste gepackt, glaube ich. Ja, die habe ich auch gesehen. Aber muss ja, ich die... die sollst du nehmen, ja. Mit? Genau. Bei mir ist hier nur Gras, das ist leider kein Unkraut. Egal, so. Lass erstmal schlafen, bevor die große, ja, die große Nachbarin ja, wieder vorbeikommt. Oh, wir können aber noch nicht schlafen, gleich erst. Super. Und dann... Wie zieht man die an, die Flossen? Indem du die einfach dann gleich ins Menü droppst. Das würde ich gleich machen, sobald wir runtergehen, weil die nutzen sich tatsächlich auch ab. Okay. Und dann wollen wir runter. Genau, ich gucke schon mal, ob wir vielleicht sogar in der Lage sind, einen Wasserbehälter zu bauen. Ich kann auf jeden Fall Öko-Power machen. Was auch immer das ist. Gucken wir mal, ob wir das hier, die Trinkflasche. Da fehlt mir noch dreimal Madenhaut. Öko-Pelz. Was ist denn ein deliziöser Mix vom Garten gleich aus der Nähe und bestimmt auch Fairtrade besser die Ausdauererholung? Achso, das brauchen wir jetzt nicht. Kann man sich so einen Boost holen? Ja. Genau, dann legen wir mal auch einige Sachen ab. Dann ich haben wir auch mehr Platz. Überlegt, was ich kann. Genau. Haben wir auch gleich mehr Platz. Clean. Jeder sollte was zu essen mitnehmen, auf jeden Fall. Die Madenhaut packe ich auch mal weg. Und dann passt es eigentlich. Das mache ich auch mal rein. Diesel. Braucht ihr mal noch Essen? Ich habe noch was, weil dann können wir vorm Schlafen gehen noch mal essen, oder? Hier, brauchst du noch was? Ich hab. Okay. Dann können wir in jetzt gleich schlafen, ja. Jawohl. Okay, cool. Oder? Könnt ihr schon? Nee. Kann ich schlafen bis 2043, erst in 43 Minuten. Eher Sekunden. Ja. Okay. Mega. Und dann gehen wir in die Forschung. In die Forschungshöhle. Mhm. Ja. Hm? Nix wollte deinen Namen singen. Ach so. Was man so macht. Surprisingly not terrible. Those aphids look like they have things to do and people to see. So. So, kann ich hier auch noch anzünden? Oh, meine Fackel, ich hab die ganze Zeit an. Das ist so dumm. Ich will schlafen. Ich will, wenn es mein Leben auch so wäre. Du kannst nicht schlafen. Du musst jetzt. Dann würdest du deinen. Dann würde man ja seinen schlechten Schlafrhythmus so schwer fixen. Wieder in den Griff kriegen. Jo. Du musst jetzt leider 48 Stunden wach bleiben, damit du am Abend um die Uhrzeit schlafen gehen kannst, zu der du möchtest. Schade. So, Leute. Und wir können jetzt schlafen. Let's go. Jawohl, ich habe drauf geklickt. Yay. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob wir da runterkommen. So, dann würde ich sagen, erstmal alle essen. Ich habe noch was für euch, sonst wenn ihr was braucht. Hier liegt aber, glaube ich, auch genug drauf. Genau, nehmt euch sonst auch noch mal vielleicht eine Sache mit. Wasser ist hier ein Tropfen, sonst können wir auch noch mal alle zusammen in die Base gehen. Immer in die Base. Okay, immer in die Base. Immer in die Base, Leute. Und dann können wir auch runtergehen. Jawohl. Yay. Wir können auch mal Pilze mitnehmen sonst auch, falls wir sagen, wir haben zu wenig. Ich brauche Unkrautstängel. Unkrautstängel. Dann kann ich nämlich noch so einen zweiten, dann machen, so ein zweites Wasserdings bauen. Jawohl, jawohl. So. Ich glaube, es mag es auch im Third Person mehr. Weil man mehr sieht. Ja. Ich finde es wesentlich angenehmer, ja. Ich würde einfach sagen, dass wir diesen Kack-Wasserspender einfach bei uns ins Lager stellen. Wie geil das wäre, ne? Das denke ich auch jedes Mal einfach weg. Okay. Dann dürft ihr auch gleich mal eure Taucherausrüstung anziehen. Ich fühle mich gar nicht bereit. Wir schaffen das! Du warst ja noch gar nicht im Wasser, oder, bisher? Nee. Ach, stimmt. Ich hab gedacht, ich kann mich erfolgreich davor drücken. Hat nicht funktioniert. Ich leg den Kollegen auch gleich nochmal aufs Ding drauf. Auf den Grill. Mhm.
Er läuft schon in die richtige Richtung. Der Arme, der kennt sein Schicksal. So, du hast ja irgendwo einen Marker auch gesetzt. Jein, ich glaube, ich habe ihn wieder entfernt. Aber es ist einfach runter und links lang. Ach warte, ich habe es gesehen. Vielleicht ist es Calvocan. Nee, das ist glaube ich auch was anderes. Guck gerade auf der Karte. Okay. So, Taucherausrüstung. Das ist auf jeden Fall auch. Also wir finden es. Okay. So, wo ziehe ich denn meine Schuhe eigentlich an? Muss ich das irgendwo reinpacken oder ziehe ich das dann hier unten an? Ah, okay. Ist ja doof, dass man dann die Armor Protection wegmacht. Ja, ich bin bereit. Okay, Leute, ihr seht fabelhaft aus. Ich ziehe die Schuhe, nee, ich ziehe die einfach nur unten rein. Einfach ausrüsten drücken, dann macht das automatisch. Oder muss ich den? Weil ich habe ja nur 11 Beinpanzer oder. Also wo rein? Einfach. Wenn du unten rein, in die Schuhe anklickst, kannst du rechtsklick machen und ausrüsten. Okay. Dann macht das automatisch. Ja, ich sehe es. Okay, ich hab's. Die frisst gerade unsere Sachen auf. Könnt ihr die mal umbringen? Ich hab schon meine Schuhe an. Ich auch. Ich auch. Ich bin schon wieder rausgeflogen. Oh, wir warten noch auf den. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich runter. Und da muss auch ein graues Kabel sein. Da, wo wir jetzt dann gleich hindüsen. Und dem müssen wir folgen. Das Kabel habe ich gesehen. Das ist irgendwo in der Mitte. Geradeaus mittig. Oder vielleicht ein bisschen links, aber dann lass uns da hingehen, ja. Hey, I'm Willow. Willow Branch. Ah, kann sein, dass wir noch den Blasehelm machen müssen, ich bevor da. Wir ins Labor kommen. Aber von dem Blasehelm, wo ist denn der? Wollt ihr da jetzt rein? Ah, rein. Versunkener Knochen, Seiden, boah, das wäre ja richtig am Arsch. Okay, dann let's go. Da sind ja überall Spinnen. Simon, ja, oh, ja, schnell. Ja. Simon, wir schwimmen Simon hinterher. Alter, ich kann das nicht. Also einfach erstmal runter und dann am Boden entlang suchen. Und immer in diese Luftblasen. Ah, hier haben wir es schon, hier ist das Kabel. Nice. Und immer in diese Luftblasen rein. Ah, da ist eine Spinne neben mir. Oh, holy shit. Zu dich das getraut hast. Noch ist hier nichts, aber keine Luft. Shit. Hier sind keine von diesen Luftblasen leider. Doch hier hinten ist doch was. Guck mal, Simon, hier. Ah, nee, kacke. Aber da hinten ist doch ein Eingang. Oh, ja. Oh, meine Verbindung. Ich bin auch schon wieder rausgeflogen, leider. Oh, jetzt bin ich auch raus. Schade. Mach nochmal neu. Hey, nie. Passwort gleiche wie vorhin. Mhm. Sicherheitskopie anzeigen. Das ist eigentlich gut, wo wir gerade sind. Dein Spiel wird mir noch nicht angezeigt. Ja. Hast du es schon aufgemacht? Jetzt. Lade euch kurz ein. So. Bling, 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 bling. So. Und dann starten wir. Hey, I'm Willow. Willow Branch. Hoffentlich passt es jetzt. Okay, da hinten ist doch ein Eingang, oder nicht? Jetzt haben wir was Interessantes. Ja, oh, geil. Ganz viel Blubber, da werden wir reingesaugt. Ich habe noch 20 Sekunden Luft. Oh, ja. Mann. Das sind Blubberblasen hier vorne. Los, los, los. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich glaube, ich schaff's nicht. Ich versuch's, aber. Oh, die Blubberblasen haben mich nach hoch gedrückt. Das, die geben ja, aber keine rein, Luft. Da können wir rein, da können wir rein, da können wir rein. Oh Gott, oh Gott. Ich ersticke, oh ich ersticke. Gott. Ich bin fast tot. Ah, ich komme rein. Nee, tot. Auch im Labor gestorben. Ich würde gerne noch mal Fett verlassen machen. Damit wir nicht unsere Sachen hier unten verlieren, oder? Ich verlasse mal kurz, ihr auch.
damit okay. wir kein Problem haben, dass unsere Sachen alle weg sind. Okay. Dann wird ja ganz frech neu geladen. Das schneiden wir einfach aus dem Video raus. Genau, ist nie passiert. Ist nie passiert. So, Sicherheitskopie anzeigen. Ja, dann gehen wir da mal rein und drehen wieder um. Dann brauchen wir leider diesen dummen Helm noch, weil nur mit dem Helm haben wir mehr Luft. Das ist ja ärgerlich, weil der soll wer sein. Ja. So habe ich eingeladen. Aber wo warst du denn vorhin? Vorhin warst du doch woanders, vielleicht können wir das Labor ja trotzdem schon mal rein. Da war keine Türöffnung, da war nur so eine Art Beobachtungsfenster. Oh, mein Chat sagt gerade. Eine Kapsel und alles. Wir können es gucken, das ist quasi runter. Wir haben ja eh nur noch so 20 Minuten, also können wir ja kurz mal dahin gehen. Ja. Das war quasi runter und dann links halten am Seerand. Chat sagt gerade, ihr könnt die Sachen, wenn ihr in die Oberfläche teleportiert, damit man sie nicht verliert. Und man kann im Notfall ESZ drücken und Reparatur und damit kann man die Rucksäcke zu sich zu teleportieren auch. Oh. Das finde ich gut. Seid ihr wieder oben? Ja. Ich schwimme gerade hoch, ja. So, hier kann man auch durchschwimmen. Und was gibt's hier so Feines? Was ist das? Oh, ich habe irgendwas geöffnet. Oh, da geht's runter. Ich bin drin. Okay, ja, ich sehe es. Aber ist alles unter Wasser halt, ne? Es ist halt nichts gut. Das heißt, wir brauchen halt wirklich den Helm. Also man kann auch hier rein. Ah, shit, okay, ja, ich sehe es auch. Mann, das ist ja ärgerlich. Da brauchen wir echt den Helm, ja. Aber da, ich habe auch Luftblasen gerade bekommen. Da ist aber Luft gewesen. Vielleicht schaffen wir es doch. Aber hier ist vor allen Dingen zu. Also ich kam hier gar nicht weiter. So. Oh, hier ist kein Wasser. Wir können hier rein. Okay, dann. Ich komme. Jeet. Brauchen wir aber eine Assistenten-Manager-Schlüsselkarte. Ja, tatsächlich, wir brauchen die Assistenten-Manager-Schlüsselkarte. Sonst geht's hier nicht weiter. Scheiße. Ja, die findet man natürlich also nicht. Also die Leute sagen, es sollte ohne Helm machbar sein, denke ich mir auch. Ja, aber was mit der Karte, ne? Wo kriegen wir die her? Hm. Aber das ist ja eigentlich ganz einfach. Da kann man ja wirklich hinkommen. Ja. Und wo hast du vorhin noch mal was gesehen? Ja, Moment. Also, ich weiß es nur von der, von unserer Station aus. Da war es quasi links am Rand des Sees. Also, die Leute, da wo wir gestorben sind, war der Eingang zum Labor. Ja, sah auch so aus, ne? Würde ich auch sagen. Würde ich dann vielleicht doch nochmal gern probieren. Wo war denn das, Simon? Das war hier, das war da, wo ich bin. Also, im Grunde direkt vor unserer Basis. Wir müssen zurück, runter. Wo ihr gerade gestorben seid. Nur müsst ihr beim Schlauch nochmal Luft holen und dann direkt losschwimmen. In dem Labor, ein kleines Stück, nachdem ihr gestorben seid, war Luft. Ja, genau, das habe ich ja gesehen. Okay, ja, dann hier würde ich sagen, hier wo ich bin. Irgendwo da ist es, glaube ich. Mhm. Okay, let's go. Ja, lass noch kurz warten. Joka kommt da auch gerade noch. Ja. Ich bin gerade noch oben. Ich packe noch ein paar Sachen weg gerade. Aber für mich ist, ihr könnt ruhig ohne mich vorgehen. Für mich sind diese schwimmenden Spinnen gerade das reinste Grauen. Okay. Die fühlen sich ganz furchtbar an. Ich würde, wenn das für euch okay ist, sonst einfach Unkrautstängel sammeln gehen. Ja, gern. Weil okay, ist völlig in Ordnung. Ich mag die auch nicht, aber man gewöhnt sich dran. Okay. Sehe ich gerade noch nicht, aber bestimmt. Ich werde noch mutiger werden, auf jeden Fall, aber... Ach, alles gut. Das ist gruselig. Okay, hier unten ist das Kabel. Siehst du es vielleicht? Und dann lass uns noch mal hochtauchen und dann noch mal einmal straight runter. Aber da hinten hat sie ja eh Luft. Wir können gleich hier chillen. Oder? Ich weiß es nicht. Hier ist Luft. Ist hier Luft. Unten in dem Ding. Da. Oder? Zählt es nicht. Ach so, diese Luft, die da auftaucht, zählt gar nicht. Das ist ja doof. Oh, doch, natürlich. Da ist so eine riesen Luftblase. Doch, diese dicke
Blase, die zählt tatsächlich. Nur die dicke? Ich gehe aber auch nochmal hoch. Ja, nur die dicke, ja, wie bei, wie bei Sonic. Das ist ja blöd. Ich dachte, da geht mehr. Oh, Seewachs. Also, wenn wir da jetzt einfach einmal zusammen runter, wäre ganz gut. Ja. 3, 2, 1, go. Zugriff. So. Ja, geil, Blase. Und jetzt? Stängel. Ich weiß nicht, und jetzt, da sind wir vorhin bei dem T-Rex irgendwo. Hier ist die Lampe und dann sind wir irgendwo da lang. Dann müssen wir jetzt hier, let's go, richtig Gas geben. Ah, okay, ich sehe es, ja. Ich komme dir hinterher. Und let's go, hier speichert es auch automatisch, weil die schon wissen, dass man hier abkratzt. Sehr gut. Okay, der Teich. So, wo hat es hier eine Kack-Base? Da muss ich, glaube ich, rein hier. Eine Teichlabor. Das haben sie jetzt auch aktualisiert. Müssen wir hier rein. Nice. Und so schnell es geht an die Luft. Luft. Ich bin gleich da. Groß Luft. Ja. Hier ist zu. Oh, halten. Oh Gott. Hoffentlich ist da was drin. Sonst bin ich jetzt gleich tot. Oh Gott, oh Gott. Ist dunkel. Ich hab auch ich hab's geschafft. 10 Sekunden. Ja, oh, okay, cool. Oh, yes. Geil. Good job, Leute. Hebel. Oh, Sicherung. 3 Sicherungen müssen wir machen. And yet mealtime after mealtime it is recklessly cast aside. Well, more for me. The body knows when it's lacking something. Funny that it doesn't tell the mind why, though. Aber der hat einen Laser, ne? But I have taken the hint, and I'll do those brilliant horticulturalists of Belgium one better. Oh, Respawn-Punkt setzen. Das geht hier? Ja. Da bei dem Achter ist ja im Bett? Ja. Das ist ja geil. Okay, cool. Vielleicht solltest du es doch nochmal machen, Joka. Dann könntest du hier... Nee, also mir geht's gut. Wir haben gleich ein zweites Taufang-Dingsbums da. Ist ja okay, wir brauchen das ja. Und ich bin also stückchenweise. Ich habe heute schon Spinnenbabys getötet. Ich hatte eine annähernde Nahtoderfahrung mit einer Jagdspinne. Ich wurde von einer Wasserspinne angezischt. I'm good with spiders for today. Okay. Okay. Spiders. Ja, die Frage ist, müssen wir jetzt nochmal raus? Und ja, ich glaube auch nicht, dass hier... Wir haben jetzt also eine Lampe, ne? Wir können jetzt ja quasi im Dunkeln schauen. Deswegen habe ich ja diese... Hier geht es ja schon noch weiter. Hier ist auch zu. Ach, hier geht es noch weiter? Ich dachte, ihr habt es noch ganz viel... Oh mein Gott, hat's hier viel zu. Ah ja, mit dem Wasser, ja. Stimmt. Ja. Kann ich nicht auch alles nehmen? So. W, glaube ich. Ja. Ich gehe nochmal kurz zurück. Da ist zu. Luft. Ich auch. Und dann müssen wir, glaube ich... Hast du diese Lampe, die ich auch habe? Nö, aber ich schwimme dir einfach hinterher. Okay. Ich glaube, dass wir dann weitermachen müssen, oder? Ja, lass mal versuchen, wo wir noch hinkommen. Irgendwo wird sicher wieder ein Eingang sein. Ach, da ist sogar eine... Das ist ja geil. Nee, ist nur der Ausgang. Scheiße. Doch, nee, Sicherung. Guck mal, irgendwas ist hier. Das geht dann auf, wenn wir die Sicherung alle resettet haben. Ja, nehme ich an. Ist hier nicht seid ihr hier bei irgendeiner Technik, die dann immer so Geräusche macht? Hier kann ich was machen. Ah, ich hab's resettet. Gut, eine schon mal resettet. Ich bin hier auch bei was, aber ich weiß nicht. Wie sieht denn so eine Sicherung aus? Das ist ein rotes Licht. So ganz groß gelb wie die, wo ich gerade war. Ah, okay. Lass uns mal kurz hoch in Luft holen. Those aphids look like they have things to do and people to see. Luft schnabulieren. Und dann braucht man wirklich nicht den Helm, zum Glück. Ich dachte schon, so Skiart. Okay, ich habe eine Sicherung. Aber ich sterbe vielleicht jetzt, aber das habe ich gut gemacht. Ah, ich habe das nicht gesehen, dass ich dort in der Nähe bin. Muss ich gleich gucken. Okay, zurück in die Basis. Das sollte ich schaffen. Oh Gott, ich hoffe, dass die Sicherung nicht hier irgendwo ist. Oh. 4, 3. Komm, ich hab's noch fast. Lass mich jetzt nicht. Lass mich auftauchen. Oh, ich bin in dem Raum, kurz vor dem
Rettungsraum gestorben. Oh nein. Aber das ist nicht schlimm, weil... Ah, ich respawn ja in der Basis, genau. Genau. Okay, ich habe jetzt auch nichts gefunden, ne? Na, aber die dritte wird sicher irgendwo sein, oder? Ich meine, also ich bin jetzt den ganzen Weg rumgeschwommen, das musst du nicht machen, da war nichts. Ich schwimme jetzt mal kurz zurück. Jo, mach du mal, ich gehe nochmal gucken. Also eine fehlt noch. Ah, ich weiß, wo sie ist. Ja, ja. Die ist hinter, quasi in einem der Gebäude. Oh nein, schon die Verbindung abgebrochen. Oh nein. Ja, dann lass uns jetzt Pause machen und dann beim nächsten Mal weiterspielen, oder? Stimmt, das war das Zeichen, Leute. Aber ich habe die gefunden. Die ist nur hinter Glas. Ich weiß nicht genau, wie wir da hinkommen. Sehr gut. Als hätte ich einen Timer eingestellt, ne? Dass ich gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt ist raus vorbei. Mit euch. Aber hat echt mega Spaß gemacht. Wir machen auf jeden Fall weiter und wir wollen auch wieder von euch ganz viele Tipps und Tricks unten in der Beschreibung. Deswegen schreibt ihr auf jeden Fall rein. Alle beiden sind unten verlinkt, deren Folgen sind auch online. Und über Daumen nach oben und Abos würden wir uns natürlich sehr freuen. Das, was Gnu sagt. Genau, der Profi hat gesprochen. So, und jetzt raus! Okay, ich bin schon weg. Ich freue mich richtig.